Community-Arbeit. Jetzt habe ich auch ein Sofa. Größer als das von David Hein. Mit Hintergrund. Und Justin Bieber. Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Haul-Video. Was habe ich zum Flohmarkt eingekauft? 1. Mai, Weimar, ganz groß. Man geht nicht auf Nazi-Demos, Polizisten sind nicht vorhanden. Nein, man geht fröhlich einkaufen zu billigen Spottpreisen. Erwirbt man sich Dinge, die einen hohen Wert haben, von denen aber keiner weiß, dass sie einen haben. Dieses Jahr war ich auf Suche nach Games, Konsolen, bla, was man alles so braucht. Ja, und dann dachte ich, bin erstmal losgegangen. Hab so geguckt, das erste, was ich sehe, Russen, die Mützen verkaufen. Und da ich sowieso schon immer so ein Fan von so, ihr seht's ja an Hashtag Frühling 1, da habe ich auch so eine Mütze auf, die ist vom Maslum. Heute liegt wieder kein Schnee. Schnee? Wir flohen hier ein bisschen Schrott. Und zwar sind wir das erste Mal, da war ich in Berlin mit Anna. Sind da so ein, auf der Straße sind da ganz viele so Russenstände, wo irgendwelche, so meistens Russen, Mützen verkaufen. Und ich so, ja, nur mal kurz gucken. Ich kaufe auch nichts. Geh mit Anna hin. Anna sagt, nee, lass da nicht hingehen. Ich sage, ich kaufe da nichts. Ich frage ja nur, was kosten die? Ja, viel zu teuer. Anna natürlich, das erste, was sie macht, Geldbeutel raus, Mütze gekauft. Das war auch der Grund, warum sie nicht hin wollte. Weil es tut ihr ja leid, wenn sie hingeht und nichts kauft. So, da habe ich auf jeden Fall diese geniale Mütze erhalten, aus Berlin. Dieses Zeichen ist von damals. Auf jeden Fall gehe ich vorbei, sehe das wieder. Eine entsprechende Wintermütze. Dachte ich mir, so eine Watch Dogs Mütze, so eine neue, wäre doch mal was. Einwandfrei und für den Sommer machst du hoch. So, bin ich erstmal so durch die Stadt getingelt, labert mich der Erste an. Ey, du bist doch DDR-Fan, du sammelst doch DDR-Sachen, das sehe ich an deiner Mütze. So. Geh ich hin, ja, ich habe für 5 Euro diese Flasche. Also 5 Euro für eine Flasche, haha. Ja, ich habe einen passenden Gürtel dazu. Seitdem rock ich diesen Gürtel, jetzt ist er aufgegangen. Rock ich diesen Gürtel hier. Ich zeig dir mal eben in die Kamera. Kann man das sehen? So, auch original DDR-Wert. Und passend dazu halt diese Flasche. Habe ich dann auf 4 Euro pro Stück runtergehandelt. Hat das dann schon so rum hier, die Flasche. Stell dir vor, hier so das. Hier die Flasche. Die Mütze auf, bin ich durch die Stadt getingelt. Laber mich zwei Frauen an. Ey, du sammelst doch DDR-Zeug. Hier, wir haben hier was ganz Tolles für dich. So, und jetzt mache ich mal einen Zaubertrick. So, ein Hemd und eine Krawatte. Top-Qualität, sehr leicht anzuziehen, aus Gummi. Diese ganze Montur für 2 Euro. Bin ich weiter durch die Stadt gelaufen. Habe ich mir erstmal so Diverses gekauft. Das für mein Nintendo. NES Open Golf mit Mario, Red Racer, Autorennen, nochmal Autorennen und Pinball. Gab's halt, hatte ich schon nicht, habe ich mir gleich mitgenommen, war günstig irgendwie, nicht mal 5 Euro das Stück. Was weiß ich, genau, und dann hier ein paar Sega-Produkte für die Mega Drive. Zusammen mit dieser großartigen 80er Jahre Compilation und zusammen mit dem hier irgendwie auch nochmal für 10, 12 Euro. Tournament nochmal Golf. Road Rash und dieses großartige Theme Park. Ich habe mir mal Zeit genommen, die Anleitung durchzulesen. Da fand ich eine sehr, sehr witzige Stelle. Also, genau wird die also erzählt, Ziel des Spiels, wie immer bei solchen Sachen, ist auch bei Theme Park die Beherrschung der Welt das Ziel. Das ist schon mal witzig, liebevoll und alles. So, pass auf, hier ein bisschen Text, bla bla bla. Hinweis, je mehr sich der Park mit Leuten und Einrichtungen füllt, umso langsamer wird das Spiel. Warum wird das langsamer? Na klar. Damit sie die Aktivitäten einfach im Auge behalten können. Das ist echt lieb von den Programmierern, dass sie das so machen. Ich meine, an was anderen wird es auch nicht liegen, als daran, dass man einfach besser die Übersicht hat über das Spiel. Deshalb wird es langsamer. Ich finde das großartig von denen. Auf jeden Fall marschiere ich weiter. Dachte, du gehst langsam nach Hause. Labert mich noch einer an. So wie du aussiehst, brauchst du genau das. 2 Euro, eine Spieluhr. Großartig, oder? So, zum Abschluss des Videos singen wir nochmal zusammen. Ich google mal eben die Lyrics raus.
Singen und Musizieren mit Herodes. Heute Geschichtsstunde. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vereint. Ne, warte, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint, über Deutschland scheint. Wenn ich mal alle drei Strophen singen soll, dann schreibt das doch in die Kommentare. Ich mag eure Kommentare.